Artensterben, Tierwohl und Intensivierung der Landwirtschaft sind einige der gegenwärtigen Herausforderungen. Wie kann Schafhaltung Teil der Lösung sein? Meine Lämmer bekommen keine chemisch-synthetischen Futterzusätze oder irgendwelche Impfungen. Sie bekommen nur ihr Futter, Wasser, ein bisschen Mineralfutter. Also mehr Bio geht eigentlich nicht. Der Verkauf von Lammfleisch stellt für die SchäferInnen eine wichtige Einkommensquelle dar. Und für sie die Möglichkeit, qualitativ hochwertiges Fleisch aus der Region zu essen. Mein Name ist Jens Kart und wir befinden uns hier in Friedrichsfelde. Die Schafhaltung betreiben wir hier eigentlich schon in 7. Generation. Also mein Vater, Großvater und auch schon Generationen davor waren Schafhalter oder Schäfer hier in der Region. Meine Tochter ist, da freut mich sehr, dass sie hier mit im Unternehmen tätig ist. Hatte die Wahl, sie konnte machen, was sie, also in der Berufsausbildung, such dir, was du möchtest. Aber letzten Endes kam ganz schnell die Entscheidung, hier mitzumachen. Wir haben einen Beruf, der uns gewisse Freiheiten lässt. Wir selbst entscheiden, wie der tägliche Ablauf erfolgt oder stattfindet. Und das ist eine Freiheit, die viele Schäfer sehr schätzen. Wer nicht gern Befehlsempfänger ist, hat hier halt die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Also wenn ich so zurückdenke, hat sich doch die Vermarktung bei mir im Betrieb um einiges verändert. So die klassische Vermarktung war ein großer LKW, große Partien auf dem LKW und weg. Und wir haben aber über Jahre angefangen, Tiere hier in der Region zu vermarkten. Wir müssen uns 365 Tage um unsere Tiere kümmern, egal bei welchem Wetter. Und damit befinden wir uns auch ständig draußen in freier Natur. Wenn wir kostengünstiges Futter nutzen wollen, müssen wir auf Wanderschaft gehen. Wir nutzen Futterreserven, die andere Tierarten gar nicht nutzen können. Und dann ziehen wir mit unseren Tieren querfeld ein, kann man sagen. Dafür haben wir unsere Hütehunde, die uns dann sehr wichtig sind, die wir unbedingt brauchen, um diese Tiere von A nach B zu transportieren zu können. Und das zu Fuß. In Spitzenzeiten ist kein Problem, in ein paar, so 4-5 Stunden bin ich 20 Kilometer weiter. Bei diesen Triebwegen transportieren die Schafe ungewollt, in ihrer Wolle bleiben ja irgendwelche Samen stecken. Ne? Transportieren sie auch einen Samen und auf andere Weideflächen und fördern damit eine gewisse Artenvielfalt. Bis hin, dass wir auch die Flächen pflegen mit unserem Weidegang. Überall gibt es genug Studien, die belegen, dass wir einen artenreicheren Grünlandstandort haben, wenn es mit Tieren beweidet wird, als wenn eine maschinelle Pflege stattfinden wird. Also Weste und Mantel, entsprechend mit Hütezeug für die Hunde. Das ist eigentlich unser Brauchtum. Weil viel mehr brauchte man ja nicht. Man musste bei schlechtem Wetter draußen stehen, die Hunde, den großen Hut, damit der liebe Herrgott nicht sieht, wer da untersteht. Und den Schäferstock natürlich. Der Schäfer ist eigentlich eine sehr genügsame Person. Der braucht nicht viel, um seine Tiere vernünftig satt zu bekommen. Ihr Produkt ist das Fell, die Wolle und das Fleisch. Hilfsmittel. Sie bekommen nur ihr Futter, Wasser, ein bisschen Mineralfutter. Also meine Lämmer bekommen keine chemisch-synthetischen Futterzusätze oder irgendwelche Impfungen. Mehr Bio geht eigentlich nicht. Ja, unsere Natur ist eigentlich die beste Umwelt, die wir haben. Wenn Fleisch, dann Lammfleisch aus der Region.